liebe Sehende, Zusehende. Das Stück, das ihr jetzt gerade gesehen habt, ist nicht so, wie es einmal war. Ja. Und er redet auch nicht so, wie er sonst schon gesagt hat. Nein, wir hatten gestern Polterabend und hat meine Stimme ein bisschen gelitten. Ja. Ja, du, Katja, dann im Bikini. Nein, es ist nicht Katja, ist ja gleich. Ja, also, das Stück, so wie wir es bekommen haben, ist an sich wirklich schon sehr gut gewesen. Aber ab dem mittleren Teil ist es massiv abwärts gegangen. Ja, das haben wir beide gefunden. Ja, also einfach zu lang, zu viele Wiederholungen, zu langweilig am Schluss. Ja, es war eigentlich irgendwie auch der Schuss draussen. Was wirklich gestört hat, das ist eigentlich, dass die Figur von der Frau, die das ganze Hochzeit stört, eigentlich ziemlich billig wegkommt. Und zwar im übertreiten Sinn billig, sie wirkt billig. Sie macht das und am Schluss kommt sie noch den Bräutigam über. Was hat kein gutes Licht auf den Bräutigam? Nein, das haben wir natürlich nicht wollen. Nein. Weil er ist sehr, sehr, sehr treu. Ja. Wenn er mal geheiratet ist. Ja, man redet aus Erfahrung. Ja, genau. Also, ja, hat sich das angeboten, dass wir den Charakter ändern, dass man eine gewisse Noblesse-Klasse gibt. Ja, das passt dann auch besser zu der Frau, die die Figur bei uns verkörpert hat. Natürlich ein liebes Sieg. Ja. Und durch das hat man natürlich auch bereits Eingriffe im ersten Akt müssen machen. Ja. Ja. Und vor allem haben wir den Schluss müssen anpassen. Der ist eigentlich im Original relativ platt und langweilig gewesen, wie es etwa die ist bei diesen Theaterstücken. Und wir haben da wirklich ab dem letzten. Die letzten sind es etwa 10 Minuten, haben wir komplett neu geschrieben. Ja. Und ja. Sind bis jetzt zufrieden, wie es angekommen ist. Wir sind da nicht immer ganz sicher gewesen. Nein, wir sind auch nicht immer ganz gleicher Meinung gewesen. Ja. Das ist das Schöne, es lebt. Also es war sogar so gewesen, dass der Schluss, der komplette Schluss, bis dahin bin ich eigentlich meiner Sache sicher gewesen. Und da denke ich, jetzt muss irgendein Brüller haben. Einfach, es braucht noch einen Brüller am Schluss. Und dann hat mir ein junger Mann hat mir dann so einen Brüller reingeschrieben. Und ich weiß noch, wie ich dann gelesen habe. Oh, Scheiße, kann man das machen? Ja, komm, machen wir es. Ja, ist gut. Polterabend kann das passieren. Ja. Dann an den Proben und speziell an den Hauptproben sind dann wieder neue Unsicherheiten aufgekommen, weil es gewisse ältere Leute auch gehabt haben, die gesagt haben: Oh nein, das dürfen wir auf gar keinen Fall machen. Ja. Ja, dann haben wir es gleich gemacht. Ja, wir haben es auf die Probe gemacht. Wir haben gesagt, der Premiere machen wir es und fragen aber die Leute. Ja. Und die Leute haben durchs Band durch. Also bis jetzt mit null Gegenwehr. Also vier sind gerade heim, ich weiß nicht. Ja, die haben wir nicht mehr fragen. Ja. Ja. Ist es sehr, sehr gut angekommen. Ja. Kann mich dürfen irren. Ja. Und der Bräuninger Verlag, der hat das ganze Stück, so wie man es umgeschrieben hat, auch sehr gut gefallen. Und darum vertreibt er jetzt das auch neu als Version, wo jetzt andere Theatergruppen können spielen können. Vielleicht schauen sie jetzt den DVD. Haben sie den DVD geschaut? Genau. Ja, ich denke, wir nur noch das Stück, wir werden nie mehr erfahren, was das andere war. Ja. Genau. Ja. Wieso erwähnt das unsere Präsidentin nicht vor dem Vorhang? Das ist jetzt echt noch gut. Das ist eine Weltpremiere. Ja. 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 Müssten wir nochmal aufzeichnen. Was interessant ist, falls ihr es schon geschaut habt. Das Friese bei euch, wir sind davon ausgegangen, wenn das in der Pause getrunken wird, wir noch eine, nach dem Stück den Verbrauch drastisch einbrechen. Mhm. Haben wir uns auch gehört? Ja, das Gegenteil ist passiert. Ja. Also wir sehen, wir haben eine Marktlücke entdeckt und der Frank ist am Produzieren. Ja. Ja. So. In dem Sinn. Grüezi bei euch. Nein. Nein.